Genau. Wir waren hier und ich würde sagen, ohne weitere Zeit zu verschwenden, stürze ich mich hinab direkt wieder zum ersten Boss. Zum ersten Boss im DLC. Leider war das zweite Spiel nicht so gut wie das erste, findest du? Also wir haben eigentlich vom ersten Spiel noch gar nicht so viel ausprobiert. Ehrlich gesagt ist das gar nicht mal so ein guter Anfang hier. Ehrlich gesagt ist das ein ziemlich schlechter Anfang sogar. Oh Gott, okay. Oh man. Könnt ihr euch noch erinnern? Der erste Versuch war der beste. Immer noch. Oh, ist der zweite Dämon auch hier? Ja, so ein bisschen. Oh, jetzt ist der zweite hier. Oh no. Oh, bin ich reingegangen in das Lilane? Er ist geschwächt. Jetzt ist der andere wieder dran. Ich freue mich schon auf die anderen Bosse. Ja, Arktisch. Ich habe schon gehört, die Bosse von dem DLC sollen ziemlich gemein sein. Danke, Twitcher. Oh Gott, der Greed. Der Greed ist zu hoch. Fucking relax. Nicht treten. Scheiße. Oh wow, der hat mich nicht trinken lassen. Oh Gott, das war falsches Timing. Oh Gott, wir haben ein Problem. Puh, oh Gott, ich trinke zu viel. So. By the way. Oh. Ich bin immer noch dafür, dass Duo-Bosse sich gegenseitig treffen können sollen. Oh Gott! Ich glaube, den Versuch können wir direkt in die Tonne treten. Nein! Hey, der ist eigentlich fast tot. Ja, 4 Heiltränke, wahrscheinlich 3 Heiltränke für die letzte Phase. Vergiss es, Aelerus. Der Abschnitt ist so lang, ich kann ihn nicht lesen. Ich versuche es gleich. Oh Gott, was war das für ein Lag? Oh Gott, zu greedy. Yo. Oh, seh den. Oh, oh, yo, yo. Danke für den Host. Oh, nice. Sehr gut.
Ja, gut. Ja, 3 Pots für die letzte Phase. Super! So, jetzt kann ich nochmal den Chat lesen in der letzten Phase, ja. Hat er eine Feuerexplosion gemacht, als er... Jo, hat er... Was? Ich habe ihm keinen Schaden gemacht? What the fuck? Yo! Okay, ja, der war ein bisschen aggressiver. Ich erinnere mich, ja. Yo! Fuck you! Yo! Oh Gott! Ja, Timing. Sehr gut. Sehr gut, das läuft schon mal. Ich kann. Danke für den Host. Ich kann nicht in den Chat. Oh, nö, nö, nö. Juhu. Ich kann nicht in den Chat reingucken. Oh nein, nö. Alles gut. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, also tut mir leid. Oh Gott, Jesus. Ich krieg also hinten Schaden, wenn da vorne ein Laser rausschießt. Alles klar. Muss ich mir merken. Juhu, juhu. In die Eier. Hat mich noch erwischt. Jo, okay. Oh, das sollte eigentlich eine Rolle werden. Oh, da ist noch Lava. Du. Der Schlag. Der Schlag ins Nichts. Ja, hätte ich. Ich hätte in der ersten Phase nicht so viele Health Pots verbrauchen sollen. Oh Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Shit. Oh Gott, haut nochmal zu. Okay. In den S. Ey, ich hab noch... Ich darf mich jetzt einfach nur nicht mehr treffen lassen. Ist doch voll einfach. Ups. Ey, das lief aber gar nicht mal so schlecht. Wenn man gegen den Nameless King mit einer Armbrust kämpft und mit einem bestimmten Abstand von ihm rückwärts geht und ihn dabei abschießt, macht er gar nichts mehr und geht einfach nur herum. Man muss dann nur noch genügend Bolzen mitbringen, was ich nicht getan habe, habe ihn normal killen müssen. Ey, aber das ist nicht schlecht. Den Nameless King habe ich sehr gelitten damals, als ich es gespielt habe. So, warte kurz. Müssen wir... Mein Death Counter ist gar nicht da oben. Warte kurz. Ich mache ihn gleich wieder rein. So, und Saydeen. Oder Saydeen. Saydeen oder Saydeen? Nochmal jetzt danke für den Host. Jetzt auch nochmal mit richtig hingucken. Du hast gar nicht deine Leiste an, wie oft du gestorben bist. Ja, ich hab's im Kampf bemerkt. Aber im Kampf kann ich die halt nicht so gut ein- oder ausschalten. So, warte. 149. Gut. So, jetzt. Saimi, Hallöchen, hallo Chaos, hallo Herbie. Pass auf, der sieht gefährlich aus. Ja, denn der Dämonenprinz schaut aus, als würde ihm eine Runde mit der Hodentaktik gut tun. Ja, ne? Ich habe gemerkt, am liebsten an die Hoden herangerollt kommen, dann funktioniert es ganz schön nice. Ach so, Saydeen, bist du noch da? Ich glaube, der ist schon weg, oder? Saydeen. Das letzte Mal, als ich bei dir reingeschaut habe, warst du noch auf deinem Weg zur Partnerschaft. Ich sehe Emotes, der Kanarienvogel und so weiter war ja auch dein Thema, ne? Hast du die Partnerschaft im Sack? Ach, da bist du. Hat's geklappt? Haben sie dich angenommen? Weil die Emotes erinnern mich an deinen Stream. Deswegen frage ich. Benutze bei der zweiten Phase Glut. Ja, das wäre auch eine Idee. Gibt's einen Extra-Stream bei 150 Toten? Extra-Stream gab's gestern.
Ich habe schon vorgesorgt. Aber was mir aufgefallen ist, diese Attacke vom letzten Mal, wo lauter Feuerbälle vom Himmel geregnet hat, hat er heute nicht gemacht. Vielleicht habe ich ihn, vielleicht macht er die Attacke nur, wenn ich weit genug weg von ihm bin. Und dieses Mal hat er sich nicht so bedroht gefühlt. Aus der Ferne oder so. Who the fuck knows? Ja, hat geklappt. Nice. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ich weiß noch, beim wievielten Versuch war es bei dir? Ich glaube, bei mir war es beim dritten Versuch. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als es endlich geklappt hat. Herzlichen Glückwunsch zur Partnerschaft. Noch so einer, der nur einen Stöpsel im Ohr hat. Oh, sorry. Ey, meistens habe ich einen im Ohr. Ja, das stimmt. Bei Dark Souls eigentlich gefällt... Ich habe meistens zwei Stöpsel in den Ohren drin, wenn ich Shooter spiele. Was nicht so oft passiert, zugegebenermaßen. Aber ich habe zwei dann im Ohr, damit ich halt höre, aus welcher Richtung die Feinde kommen. Meistens reicht ein Stöpsel. Nein, nein, nein. Meistens reicht das. Saimi, hallo, willkommen. Danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. Hallo, Buttergipfel. Schön, dich zu sehen. Ich hatte einen. Ein Bewerbungsversuch, echt? Krass. Krass. Wie lange musstest du warten, bis du Antwort auf deine Bewerbung bekommen hast? Die Schwester von Mubot? Ja, Mann. Exklusiv. Exklusiv. So. Achtung, dieses Mal klappt's. Guck ganz genau hin. Mittlerweile, ich weiß nicht. Oh. Ey, mit zwei Stöpseln sind die so viel lauter. Ey, relax, Opa. Das ging in die Hose, warte. Oh Gott, warum hat das gerade eben so geleckt? Oh, oh, yo. So, warte, wo ist der andere? Oh, der kriegt gerade Aggro-Anfall. Yo, yo, yo! Warte kurz. Herbie, danke für den Follow. Das war gerade ein bisschen überraschend. Ah. Berechnet. Hat nicht, wenn einer wütend ist, der andere... Genau, jetzt hat er seinen Schwächeanfall. Gut, jetzt komm du daher. Oh Gott, das war ein Fehler! Oh, das war genau richtig. Hau ab, du anderer! Okay. Oh Gott, das war nicht gut, das war nicht gut. Hör auf zuzuschlagen! Ich mach mir hier selber einen halben Herzinfarkt, ey. Chillax, Bro! Oh, wow! Du Agro-Onkel! Nein! So, okay, jetzt kommen wir wieder runter. Oh Gott, das war ein bisschen zu heftig. Nein, hör auf zuzuhauen! Wow, wie wurde ich da kein zweites Mal getroffen? Holy shit. Das war Glück. Ich glaube fast, dass er nicht mehr auf die 200 kommt. Was? Wie läuft mit einem 24-Stunden-Stream bei 200 Toten? Ja. Oh, Dazu muss ich erstmal auf 200 Tode kommen. Yo, ey, gas nett hier so rum, Mann. Ekelhaft. Es zählt immer der Gedanke. Ja, eben. In den Brustkorb, komm. Oh, jawohl. So, der hat gerade eben seine Reihe geschossen. Ich wollte nicht. Alter, und jetzt gib ihm. Yo, nice. So, jetzt ist der andere wieder aggro. Aber der erste ist weg. Du.
Oh Gott, so greedy! Ey, ich habe ihm die Hälfte der Leiste abgezogen. Nice. Oh ja, gib ihm. So, das letzte Mal hatte ich in der letzten Phase 6 Heiltränke. Extus Flacons. Diesmal habe ich 14. Das ist ein bisschen besser. 8 Wochen hast du gewartet, Sadin. Ja. Ey, ich hatte das bei meinem ersten... Mein erster Versuch hat zwei Wochen gedauert. Mein erster Versuch ist aber schon 3 Jahre her. Also sehr lange her. Da hatte ich 30 Zuschauer oder sowas. Ich weiß nicht, wie... Oh Gott, nein! Ich wollte gerade auf die Zahl gucken. Das hat nicht so gut geklappt. Oh, wow! Merke, geh bei ihm lieber in den Nahkampf. Oh, wow, ich habe mich weggerollt. Oh, nee. Oh, jetzt macht er das, was er das letzte Mal nicht gemacht hat. Das war richtig arschig, dieser Angriff. Juhu. Oh, jetzt macht er wieder sein Poser-Brüllen hier. Ja, ja, ich erinnere mich. Yo, auf zu pausen. Oh Gott, da war was. Warum leckt das so? Juhu. Oh wow, das war voll verkalkuliert. Nein, oh man. Ich habe mich einmal nicht nach links, sondern nach hinten gerollt. Tot. Fuck. So viele Healpots in der letzten Phase und gedisst. Ich habe mich zu früh gefreut. Bleib einfach unter ihm. Ja. Was glaubst du, was ich versucht habe? Selbst wenn ich etwas will, heißt das noch lange nicht, dass es auch so geschehen wird. Genau wie zum Thema Glut. Ihr müsst gar nicht mehr backseaten. Ich kann nicht den Chat lesen, wenn ich gerade am Ausweichen bin. Funktioniert nicht. Ich kann mir nach den Versuchen durchlesen. Ich wollte die Glut verwenden. Ich hab's halt vergessen. Ich habe es halt vergessen. Sag mal. Wow. Ich habe so eine hohe Prozessorauslastung heute. Oh, die sind beide nebeneinander. Scheiße. So, jetzt nochmal. 50 Tode verbleiben. Eigentlich, der müsste eigentlich schon kaputt sein jetzt. Was ich auch gemerkt habe, Doppelschwerter sind in Dark Souls 3 unglaublich overpowered. Echt? Ich konnte mit Doppelschwertern irgendwie sehr wenig anfangen, ehrlich gesagt. Mir haben die Doppelschwerter in Dark Souls 3 gar nicht gut gefallen. Oh Gott, wow, in die Kralle reingerollt. Oh, und das sind beide nebeneinander. Warum rollst du dich nicht? Holy fuck. Wow. Falsches fucking Timing. Und wieso roll ich gerade gegen so viele Wände? So, fucking... So, was jetzt... So, jetzt kommen wir mal wieder runter, okay? Der Anfang war furchtbar. Dr. Doom, hallöchen. Ich habe den Boss verpasst, obwohl ich beim Endboss bin. Das ist vom DLC. Das ist der erste Boss vom DLC. Den kannst du gar nicht verpasst haben. Also, falls du das DLC gespielt hast, kannst du ihn nicht verpasst haben. Oh Gott, was war das? Oh Gott. Oh, dreh die Kamera.
Mikro, Joe. Wie kannst du nur Glut vergessen, dass du dich nicht schämst? Wieso? Ich hab sie nicht vergessen. Ich will sie in der... Ich sollte nicht den Chat lesen. Ich vergesse, dass ich den Chat nicht lesen sollte. So, mal sehen, was die schreiben. Wie kannst du die Glut vergessen? Ja, ich will nicht Pong tot. Fucking dammit. Nee, aber ich will die Glut benutzen in der letzten Phase. Also sobald es von der vorletzten in die letzte übergeht, weil das ist ein gratis Heal und davor brauche ich nicht unbedingt die extra Gesundheit. Also brauche ich eigentlich nicht die extra Gesundheit. Wie es mir scheint schon! Tot. Tot. Nee, aber ich will am Ende der ersten Phase... Habe ich die dritte Phase gesagt? Ich bin noch gestört von Friede. Deswegen. Aber ja, meine erste Partnerbewerbung wegen vorhin nochmal... Hat 2 Wochen gedauert. Bei der zweiten Partnerbewerbung habe ich 3 Monate gewartet. Und bei der dritten Bewerbung... Aua. Bei der dritten habe ich dann 2 Monate gewartet. Gott, fucking... Ich habe auf den hinteren geguckt. Jetzt kommt der Agro-Typ. Ich glaube, der beste Versuch war immer noch der allererste tatsächlich. Oh, der andere ist ganz in der Nähe. Agro-Dude. Okay, ich dachte, da kommt wieder dieser eine Glitzerangriff, der war nicht so nett. Nice! Wuhu, dieses Mal ist er aber gut weggegangen. Abgezogen! Sorry, 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 sorry! No, no, no! Das war ein Witz, das war ein Witz! Oh, ich sehe gar nichts! Yes! Und ins Gesicht rein, ja! Nein! Oh, jetzt nochmal hier schon rundum Swing. Yeps! Okay, okay, okay. Jetzt beruhigt euch, okay? Jetzt nehmen wir das hier. So. Rein damit. Und probieren wir es nochmal. Bis gleich, Nanok. Lass es dir schmecken. Jetzt der Penner hier. Penner Attack! Oh, direkt unterschätzt. Ich sehe noch Flügel. Nice! Und rein! Yo! Kegel ihn weg!
mich genau gebitchslappt. Ah. Okay, jetzt komm runter. Ja, ich hab dich gemeint, Dämon. Du sollst runterkommen. Go, Greedy. Yo, yo. Jawohl! Nein! Juhu! Ins Gesicht! Ja! Ja! Ich gebe ihm den Rest! Yo! Nice! Huh! Kleiner Bastard, ey. Keine dritte Phase wie Friede, oder? Okay, alles klar. Nice! So muss das sein. Ein kleiner Drecksack, hä? So, warte. Meine Hände, ich bin noch ein bisschen am Zittern. Und meine Hände sind sehr nass. Ein bisschen ech. So, also ich bedanke mich bei meinen Eltern. Grüße gehen raus an die Freundin. Vielen Dank auch an alle, die mich jemals mental unterstützt haben. Huh. Gut. First try. Nice. Das war doch in Ordnung. Kann sein, dass es von dem Boss zwei Versionen gegeben hat. Einen mit Laser und einen mit Feuerhagel, je nachdem, welchen Dämon man zuerst erledigt hat. Gute Frage, kann sein. Ich habe nicht darauf geachtet, wann ich welche Dämonen in was für einer Reihenfolge gekillt habe. So, was steht denn bei seiner Seele? Oh Gott, sorry. Die Seele des Dämonenprinzen, eine der verdrehten Seelen, von Stärke erfüllt, benutzen, um viele Seelen zu halten, wandeln. Die Dämonen gemeinsam Chaos entsprungen, teilen fast alles, sogar den Stolz ihres Prinzen und seine langsam verlöschende Flamme, auf das der letzte überlebende Dämon sie neu zu entfachen vermag. Das ist der erste Boss. Ja, das war der erste Boss. Und alles wegen der Glut. Es wurde eigentlich nicht mal so wirklich knapp. Geschafft. Übrigens, es wird auch dir geschehen. Freude voraus. Ja. So, warte. Den Loot nehme ich noch mit. Aber ich hau hier erstmal ab. Kleines Gesandtenbanner. Ich gehe mir erst mein Level abholen. Und gucken, was für eine Waffe wir craften können. Das ist das Wichtigste. Wie war das nochmal? Was haben wir mitbekommen? Das DLC hat 4 oder 5... Bosse oder irgendwie sowas? Siehst du Glut? Alles wegen der Glut. Genau. Hallo, Proudy. So, was kriegen wir denn von denen? Das mit der Reihenfolge stimmt, aber ich wollte es nicht sagen. Ah. Nice. Also, der Dämon mit dem Laser ist deutlich angenehmer. Weil da kannst du, wenn du schnell genug zu ihm hinläufst, kannst du ihn einfach von hinten die ganze Zeit angreifen. Aber wenn er eine Pause vom Laser macht und dann zum zweiten kürzeren Laser ansetzt, dann musst du von ihm sich wegbewegen, weil er dann irgendwie so einen Puls hat und in dem näheren Umkreis überall Schaden macht. So, was haben wir denn? Kochendes Chaos. Ein Chaosklumpen. Das sieht lecker aus. Jetzt habe ich Lust, grillen zu gehen. Dämonenprinz. Und was ist das andere? Dämonennarbe. Warte, das ist ein Schwert. Nice.
aber Intelligenz und Glaube. Chaotische Ding, die letzte von den Dämonenprinzen entfachte Flamme, ist geformt wie eine Dämonenklaue. Feurige Klinge ist zugleich eine pyromantische Flamme. Das heißt, man kann damit auch casten. Ja gut, das ist eher sowas für die Pyromanten, das ist jetzt hier... Beim Aufschlag lodert der Klumpen heiß auf, explodiert dann heftig. Für die Dämonen waren diese Klumpen Splitter des Lebens. Brauche ich nicht, kann man in Seelen umwandeln. Von hinten und so. Die Eiertechnik, die Hodentaktik hat bei dem wie immer gut funktioniert. Auch 20.000 Seelen, okay. Ashen One. Oh, huch, nein. Was hatten wir denn hier? Ach genau, ich war gerade am Stärke pushen. Ein bisschen extra Schaden hier. Ich könnte mir noch ein Level abholen. Wenn ich die anderen Seelen verkaufe. Oder knacke, je nachdem. Weil ich brauche sie eigentlich nicht, deswegen... Ich hab noch aus Dark Souls 1 und so ein bisschen Paranoia. Ich will eigentlich nie Boss-Seelen verkaufen, aber ich muss mich... Wenn ich nichts von denen brauche, dann können wir sie eigentlich auch genauso gut rausschmeißen. So, okay. Dann gucken wir mal. Stone-Seelen, ich sehe sie nicht. Ach so, genau, stimmt. Ein Moment. Habe ich wieder vergessen. Ich muss ja meine Kamera hier mal umstellen. Warte kurz. Ich mache statt der Glut, mach mal lieber das hier rein. So, ein Moment. Ich glaube, dieses Mal sind wir auch wieder im Online-Modus. Das letzte Mal hat er sich nicht verbinden können oder sowas. So. Ich glaube, mehr Seelen als das werdet ihr sowieso nie sehen. Huch, nein. Verklickt. So. Bitteschön. So. Bevor ich weiterlaufe, lass mich erstmal kurz hier eine Runde drehen. Vielleicht hat noch einer von denen irgendwas liegen lassen. Das wäre vielleicht ganz nice. Ich frage mich, wie zu den beiden Dämonen hier so die Speedrun-Taktik aussieht. Was ihre Schwäche ist, wie man sie am schnellsten... Ich kann mir gut vorstellen, in Dark Souls 1 wäre es bestimmt wieder Dark Beat gewesen oder sowas. Mit einem Caster-Speedrun. Und dann den achtfachen Treffer direkt aus dem Nahkampf. Voll ins Gesicht. Das stelle ich mir schön angenehm schmerzhaft vor. Für ihn, nicht für mich. Für mich, wenn er mich trifft. So. Und derzeit will ich, glaube ich, Stärke auch auf 40 oder so, je nachdem, wo das Softcap ist, auch so hochbringen. Ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe oder gehört habe von anderen, das scheint dieser Quality-Build zu sein, ne, die Skillung. Zumindest habe ich diesen Namen immer wieder gehört. Ja, I'm going for a Quality-Build in Dark Souls. Das scheint so dieses 40 Geschicklichkeit, 40 Stärke zu sein oder so. Weil ich nicht gewusst habe. Weil ich verteile die Skillpunkte immer so ein bisschen nach eigenem Gusto. So, ne. Bisschen nach Geschmack, so. Wo bringt mir welcher Punkt am meisten? Ich bin noch nicht so ein Dark Souls-Veteran. Deswegen auch noch Standard-Decks oder Strength-Build und solche Sachen. Ich habe mich noch nicht herangewagt an irgendwelche glaubensbasierten Skillungen oder... Den Magier habe ich einmal in Dark Souls 2 ausprobiert und das war... In Dark Souls 1 habe ich auch einen geschicklichkeitsbasierten Charakter gespielt. In Dark Souls 2 dann habe ich zuerst einen Magier angefangen, weil ich mir dachte, hey, wollen wir es mal ein bisschen mit Spells probieren? Dann haben mir ganz viele Leute gesagt, aber Spells sind voll overpowered in Dark Souls 2. Ich bin deutlich mehr gestorben als mit meinem Nahkampfcharakter dann. Vielleicht war es aber auch Gewöhnungssache, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall... hat mir ein Spellcaster nicht so gut gefallen. Also, oder ich bin nicht so gut mit ihm zurechtgekommen. Vielleicht war es auch Gewöhnungssache, weiß ich nicht. Okay, aber in dem Raum scheint hier sonst nichts zu sein. Na gut. Und wer macht die Kacke am Ende weg? Weil ich glaube, Steinreiniger hilft da nicht wirklich. Steinreiniger hilft immer. Vor allem zum Rauchen. Willst du viel Putz mit Steinreiniger?
Da macht man kurz Essen und schon schafft er den Boss. Sorry. Wie war das? Gestern zwei Versuche? Oder? Nee, vorgestern war das. Vorgestern zwei Versuche. Und heute war das beim dritten? Vierten oder sowas? Ist noch in Ordnung. So stelle ich mir einen angenehmen Bossfight vor. In Dark Souls. Nicht unbedingt einen arschaufreißerischen Bossfight, aber nicht zu einfach. Bitte kein First oder Second Try. Du willst ein bisschen herumlaufen, du willst ein bisschen die Taktik herausfinden. Du willst gucken, was kann der Boss überhaupt. Weil es wäre ja schade, wenn du ihn beim ersten Versuch killst, ohne überhaupt gesehen zu haben, was seine Skills sind. Was seine coolen Moves sind. Was er so drauf hat, was seine Timings sind. Wenn du einfach Glück hast und einfach drauf losstürmst. Skelett voraus. Laber nicht! Hier ist zu! Okay, sonst nix hier? Na gut. Dann gehen wir weiter. Oh, wir müssen eigentlich zum anderen Bonfire nach oben reisen. Die eine Frau hat uns gesagt, wenn ihr weiter vorangeht, in die tiefsten Tiefen, in das Loch ganz tief herab, da wacht ein Dämon. Ich würde jetzt gerne mit ihr sprechen und ihr mal sagen, ey, Entschuldigung, wissen Sie noch von diesem Dämon, von dem Sie mir erzählt haben? Ich hab den kaputt gemacht. Kriege ich als Belohnung jetzt einen Döner? Das wäre nett. Das wäre nice. Lügner voraus. Ich sag nur, when the Steinreiniger kicks in, out of nowhere. Ja. Oh, das sieht... Hier ist nix. Hier sind ziemlich viele Blutflecken. Ich habe das Gefühl... Oh, was? Oh, stimmt, ich hatte einen Banner in der Hand. Ich wollte mir eigentlich nur den Blutfleck angucken. Ich habe mich schon gefragt, wo ich den Banner benutzen kann. Werde ich jetzt wieder abgeholt von den Viechern? Ich habe ein bisschen Gil gefarmt. Ich glaube, 1,2 Millionen Gil reicht fürs Erste. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel Gil viel war in Final Fantasy X. Das ist immer noch mein Lieblingstransportmittel. Die sind am zuverlässigsten, am schnellsten, am ungefährlichsten. Hier reist man gerne. Oh, nice. Der Ausblick. Jetzt weiß ich auch, warum es The Ring City heißt. Shitty. Es ist in einem Kreis angeordnet. Ich würde aber gerne unten in der Stadt. Dann halt nicht. Geh halt. Geh mit Gott, aber geh. Ja. Der Ort ist ja nicht so praktisch zum Absetzen, muss ich sagen. Wenn ich ganz ehrlich bin. So, warte mal. Ich wollte auch noch kurz nachlesen, ein bisschen Lore. Genau, weil wir haben einmal dieses Banner bekommen. Das war die erste Reisemöglichkeit mit den Viechern. Und jetzt dieses Gesandten-Banner. Das wollte ich auch noch kurz durchlesen. Das haben wir jetzt bekommen. Dieses kleine Banner wurde in früheren Zeiten von den Gesandten des großen Fürsten Gwyn benutzt. Das Banner vor der Ringklippe hochhalten, um Transporthelfer zu rufen. Die Zwerge, die die finstere Seele holten, erhielten die umringte Stadt am Ende der Welt als Geschenk des großen Fürsten. Auch seine geliebte jüngste Tochter war Teil des Geschenks, doch würde sie eines Tages zurückholen. Doch er würde sie eines Tages zurückholen. Aha. Wie, er hat eine Tochter geschenkt bekommen? Ist ja geil. Ich will auch eine. Einfach so. Oh, vielleicht noch nicht jetzt, sofort. Die Viecher sind pünktlicher als die Deutsche Bahn und sogar mit Klimaanlage. Eben. Schön durchlüftet. Dahinter. Oh, nice. Oh, da sitzt irgendein Opa. Ein ziemlich großer Opa. Sehr geil hier. Auf diesem einsamen Felsen da ganz oben steht etwas im Sonnenuntergang. Das ist aber mal hübsch hier, gell? Aber egal, in was für eine Richtung du guckst. Ich frage mich, ob es dann auch wieder so in Dark Souls typischer Manier, dass du jeden Ort, den du sehen kannst, dann auch betreten werden kannst. Was? Nein! Lass mich doch wenigstens ein bisschen gucken hier! Fuck.
Jetzt ist schon Finstergeist hier. Online-Modus. Oh, da ist ein Bonfire. Darf ich das noch kurz aktivieren? Vielleicht? Kurz entzünden oder so? So. So, dass wenn ich sterbe, ich zumindest hier bin. So. Oh, da hockt ein Typ rum. Okay. Oh, da unten läuft er. Ich hasse Online-Modus. Ich selber bin total ungeübt bei PvP-Kämpfen. Ich glaube, in 95% der Fälle wurde ich immer platt gemacht. Oh, da hat noch irgendwelche Symbole neben sich auf dem Kopf stehen. Oh, der wollte mich parieren, der Penner. Oh, was? Das hat er noch getroffen? Oh, wow. Wow, okay. Scheiße. Ich konnte mich nicht mal mehr rollen. Ich habe es versucht. Habt ihr gesehen? Ich habe mir Mühe gegeben. Normalerweise spamme ich nur R1, aber dieses Mal habe ich noch mit Rollen R2 und aus der Rolle heraus den Stichangriff. Ich habe es versucht. Geschafft habe ich es natürlich trotzdem nicht. Ich hab in meiner gesamten Dark Souls-Zeit, glaube ich, erst 5 PvP-Kämpfe gewonnen. Von 50. So, warte, aber ich war hier oben noch nicht fertig. Jetzt können die zumindest nicht mehr auftauchen. Also für den schlechten Hol- und Bring-Service würde ich mein Geld an deiner Stelle zurückverlangen bei den Viechern. Aber wieso schlecht? Das war doch schön. Gelüftet. Visionen von Hilfe, aber versucht, gelobt sei die Sonne. Ist echt sehr schön hier. Okay, sonst ist hier, glaube ich, sonst nichts. Hier war noch irgend so ein faltiger Typ auf dem Boden. Was geht bei dir? Hack. They brought thee here, did they not? Immerhin verbeugt er sich, gell? Serve, or merely that role affect. Hier dient ihr den Göttern? Ja, gib mir eine Quest oder so. A lie. A wretched lie. Shit, enttarnt. How wouldst one such as thee do service to the gods? Thy scheme is known to me. I know what it is thou desirest. The dark soul. No? Yes, yes. Why else wouldst one deign to visit this dung heap? Give rest to thy falsity. I would be an ally to thee. Yo. If it is the dark soul thou desirest, then seek Filianor's church at the base of the cliff. Filianor's kitchen. There wilt thou the sleeping princess waken. Her slumber is a deceit, a lid covering an overgrown privy. A prop to keep thee from the dark soul of thine desire. Worry not, I am a true friend to thee. Klar. If thou art yet human, the urge will soon begin to swell, to curse the gods and bring ruin upon this accursed heap of dung. Es ist also ein Häufchen Scheiße, so so. Warum? Sie haben dich nicht in der Stadt rausgelassen. Das ist so, als würdest du zum Flughafen Berlin-Tegel und wirst bei Alis Dönerbude rausgelassen. Ja, stimmt schon, aber ich habe auch nichts für die Tickets bezahlt, ne? Muss man dazu sagen. Die haben mich mitgenommen, weil ich ein Stück Stoff hochgehalten habe, muss man dazu sagen. Muss man einfach dazu sagen. Now, yearly to Filianor's church, if thou yet the dark... Yo, alles klar. So, okay. Schützen. Ey, Opa. Hackt's bei dir vielleicht?
Ich meine, ich habe Respekt vor Rentnern, aber irgendwo hat das auch seine Grenzen. Okay, lass mal schnell hier ums Eck. Jo, 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 jo. Wie, hier ist nix. Ah, ah, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wow, 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 wow. Die wollen's echt wissen. Oh, ist hier nix? Goddammit. Oh Gott. Die kommen echt immer wieder neu. Die kommen immer so in Wellen. Oh, hier ist was. Helm des Ruins. Das sah ein bisschen aus wie die Rüstung von diesem Lab, den wir vorher schon getroffen haben. Lab. Opa! Ob man ihn mit so einem gut gezielten irgendwie Spell oder so da von hier aus schon abknallen kann? Oh, da unten liegt was. Okay, ich glaube, ich muss hier so von Deckung zu Deckung. Oh. Oh. Oh, da hinten ist der nächste Punkt. Yo, 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 yo. Oh Gott, da steht noch irgendein anderer Gegner auf. Ich nehme dich auseinander, Lunge. What? Nein. Nein, nein, nein. So, und jetzt? Oh, da kommt noch einer. Da ist noch Loot. Ich glaube, den Loot sammle ich erst ein, wenn ich den Opa losgeworden bin, ehrlich gesagt. Jo! Hallo, Apollon. Ja, und jetzt? Vielleicht kann ich das letzte Stück gerade noch so rennen oder so? Das war gar kein Loot. Da unten ist so ein Glitzerkäfer. Oh, vielleicht kann ich da rüberspringen. Warte, ich teste es. Oh nein! Vielleicht sollte ich nicht rollen, sondern tatsächlich springen. Das könnte schon helfen. Ups! Oder von rechts. Vielleicht kann ich über den anderen Vorsprung mich darunter fallen lassen. Eine Rolle war zu wenig. Ist notiert. Hallo Kuh des Untergangs. So, oh nee, ich bleib lieber hier. So, jetzt machen wir das nochmal ganz relaxed. Ganz relaxed. Wir wissen ganz genau, wie wir das machen. So, der kleine Drecksack hier. Jo! Das nehmen wir mit. Pieks! Ah! Ah, 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 sie schießen immer noch! Ah, ja! Nice! Ziel eines entmutigten Ritters. Spiel mal Ritters! Ich hatte nicht gesehen, dass hier noch eine Lücke ist, aber gut zu wissen. Gut. Krieg ihn! Krieg den Kleinen! No! Ich weiß gar nicht, warum ich so überhaupt so scharf auf die bin. Ich brauche ja gar keinen Funkel-Titanit oder überhaupt Titanit mehr. Außer ich würde mir noch andere Bosswaffen upgraden lassen wollen. Dann vielleicht schon, aber ansonsten... Oh, jetzt hört man ihn gar nicht mehr beschwören da oben. Der nimmt sich gerade Urlaub. Ich sehe schon. Dann zeig mal, was hier oben so los ist. Boah, da ganz oben. Da thront das Gebäude. Oh Gott, der fängt aber gleich wieder an, ne? Bestimmt.
Ich kill den. Yo. Oh Gott, oh Gott. Holy shit. Ah. This is not good. Fuck. Oh Gott, da ist er wieder. Oh, oh, jetzt sind wir... Oh, da sind wieder welche, okay. Ich warte mal kurz einen Moment. Oh Gott, nein. Oh Gott. Killing! Göttlicher Segen. Okay. Besser als nichts, I guess. Okay, jetzt hört er aber immerhin auf zu beschwören. Das ist ja auch schon mal etwas. Okay, Titanitbrocken. Hoffentlich bleibt der tot. Du hast es nicht verdient, wiederzukommen. So. Es gibt sehr geile DLC-Waffen, ja? Bin ich mal gespannt, welchen wir so begegnen werden. Ich bin gespannt, ob ich jemals mein Hüllenschlechter Großschwert hier ersetzen werde, weil ich finde das ehrlich gesagt so geil, das Ding. Egal, was ich bisher gefunden habe, ich war immer so zufrieden mit dem Ding. Das funktioniert einfach, das läuft einfach. Könnte ich ein Product Placement für ein Hüllenschlechter Großschwert setzen, da wäre ich dabei. Sehr gut. So, jetzt kommt hier nichts mehr, ne? Okay. Achso, warte mal kurz. Fällt mir gerade ein, ich wollte mir noch ein, zwei Sachen notieren. Kolyais Gaming, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte. So, warte mal. Oh! So, und, Notizen, die ganze Zeit Notizen. So, bitteschön. Hallo, eine Via Alaska. Ist die AK-47 von Dark Souls? Geht nicht kaputt, ja. Ist echt so. Geht nicht kaputt. Hüllenschlechter Großschwert. Immer vor dem Chef im Geschäft. Gutes Ding. Zurzeit gucke ich gerade das Hauptspiel auf YouTube nochmal durch. Unfassbar, seit wann er mit diesem Schwert rumrennt. Echt so. Seit ich es bekommen habe, durch einen Bossfight, ne? Ich habe andere Sachen noch ausprobiert. Kann ich mal zeigen. Ich habe zum Beispiel das hier, dieses Grabwächter-Doppelschwert ausprobiert. Und habe versucht, eine Weile lang damit zu kämpfen, aber das hat mich irgendwie nicht so angeturnt. Nichts hat mich so angeturnt wie das Hüllenschlechter Großschwert. Wo ist das hier? Das ist immer noch mein Liebling. Mein persönlicher Liebling. Aloha, Monsieur Steinroclette. Monsieur. Ein Mann und seine Liebe zum Schwert. Echt so. Ich möchte es den ganzen Tag polieren. Hallo Pufuru. Ja, das ist die AK-47. Ich weiß gar nicht, ist das allgemein beliebt so, das Hüllenschlechter Großschwert? Ich habe nicht so viele PvP-Invasions gemacht. Ich habe nicht geguckt, wie viele Leute mit so einem Ding rumlaufen. So, gibt es hier sonst noch irgendetwas? Irgendein Loot, den ich übersehen habe, den ich noch brauche, den ich noch will? Alles gut bei dir, Monsieur? Hohoho. Hohoho. Monsieur, Madame, ho. Ja, bei mir ist alles paletti.
Alles fit in de Schritt. Ich hoffe, bei dir auch. Soll ich dich eigentlich eine wie die eine nennen? Oder Alaska? Wie hättest du es gern? Wie hättest du es gern? Ich passe mich an. Kuh des Untergangs. Danke für den Follow. Mit der Kuh des Untergangs an unserer Seite für Dark Souls kann eigentlich gar nichts mehr verkehrt laufen. Die Kuh des Untergangs. Die Kuhflecken. Sorgen für einen gewissen Grad an Sicherheit. Warte. Sagt mir der Typ vielleicht was anderes, nachdem ich den Opa da hinten gekillt habe? Now, yet if thou yet nee. The Dark Soul desires. Am Fuße der Klippe. Dieser Typ hat ein Problem. Mein höhlenschlechter Großschwert. Damit fahre ich gut. Ist es nicht sogar? Ah, nee, warte, ich glaube. Vom zweiten Boss. Dieses, oder der zweite oder dritte Boss war das? Von diesem riesigen Gehölz. Warte, wo geht's weiter? Ach, oben rum. Von diesem riesigen Baum, gegen den man kämpfen musste. Ich glaube, von dem hatten wir das Schwert. Und seit diesem Baum, seit Stunde 8 oder so von Dark Souls, nur noch dieses Schwert. Wir gehen nur noch hinab. Von dem Bereich kann man sich, by the way, direkt zu den beiden nächsten Bossen. Ach, man kommt direkt zu den nächsten beiden Bossen? Der Glitch, mit dem das geht, ist absolut krank. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Ich poste das Video in den Discord, wenn du fertig bist mit dem DLC. Alles klar. Oh, was ist denn hier? Willst du mich runterschubsen, oder was? Many of us are by the fire. Forsaken, I speak of thine kind. Oh, my Kniebeugen. Behold this city. We are kindred, but like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Keine Angst vor dem Dunkel und lass das Festmahl beginnen. Das klingt nicht wie ein vertrauenswürdiger Verkäufer, wenn ich ehrlich bin. Hallo Journey, Hallo Joni, schön dich zu sehen. Und Rida Kludba, danke für den Follow, bediene dich einer Käseplatte. Oui, bei mich ist auch alles in Ordnung, Monsieur Steinraclette. Ich heiße Fabien. Oh, Fabien. Ich bin hoch erfreut. Mein Name auf Französisch heißt Martin. Ja, die Martha ist wieder in der Haus, jawohl. Martin. Was willst du? Haust du mich, wenn ich an dir vorbeigehe? Nein. Es hat Insektenflügel. One was a wayfaring knight on an endless forbidden search. Martin. Only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved. Fear not the dark, my friend. And let the feast begin. Ich glaube, deine Gelenke sind nicht mehr so ganz paletti. Hallo, Martin. Nein. Death Jun, servus. Guten Abend. Und hallo, Bella Keks. Wie schmeckt eigentlich so ein Bella Keks? Kannst du mir das mal sagen? Many of us are by the fire. Forsaken. I speak of thine kind and mine. Behold this city. We are kindred, but like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend, and let... Ich will nicht, dass die Stadt zurückguckt, wenn ich sie... Oh, da unten ist Loot. Das heißt, da kommen wir noch rein. Sieht richtig aus wie so eine brutale Kathedrale. Da muss ein Bossfight drin sein. Sieht einfach zu epic aus. Und da ist Loot, ich sehe es ganz genau. Speichere ich mir doch glatt mal ab, dass der Herr von und zu Martha heißt. Nein! One was a wayfaring knight on an endless forbidden search. Only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved. Okay, hier gibt's nichts Neues. Fear not the dark, my. Vielleicht soll ich. Ich bin so abgelenkt davon, wie der aussieht, dass ich nicht mitbekomme, was er mir eigentlich sagen will. Warte kurz. Vom Feuer verlassen, du nicht. Sie erwidert unsere Blicke, genau. Und das andere wollte ich. Das habe ich nicht.
was a wayfaring knight. Ein wandernder Ritter. Endless, for only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved. Fear not. Ah ja, okay. Also ein wandernder Ritter war unterwegs und hat sich in den Abgrund gestoßen, weil er es kann. Oh, und wir haben noch eine neue Rüstung gefunden. Warte mal hier. Wir können eigentlich gleich mal gucken, wie gut die ist im Vergleich zu meiner jetzigen Rüstung. Blechhelm? Nein. Söldner, Herold, Alva. Helm des Ruins. Ja, das ist der Helm von unserem Lab. Oh Gott, ich kann so viel tragen, realisiere ich jetzt gerade. Der Helm eines Rittertrupps, der auf Geheiß des Königs in die umringte Stadt entsandt wurde. Die Ritter suchten die finstere Seele, erlitten aber eine so herbe Niederlage, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als dem Judikator-Riesen die Treue zu schwören. Die unglückselige Truppe wurde später in einer finsteren Sage verewigt, die bei der Erschaffung bestimmter Golems als Inspirationsquelle diente. Wodurch ihr Name noch heute weiterlebt. What the fuck? Warte, lass mal gucken. Sieht die Rüstung vielleicht stylisch aus? Vielleicht können wir dann so ein bisschen... Rüstung des Ruins. Nö. Bleiben wir hierbei. Hallo, Walle. Er rupft ihm die Insektenbeine aus. Und Bella Keks schmeckt bellissimo. Oh Gott. Oh Jesus. Oh, was schubst du mich, Mann? Wusstest du, dass das unfreundlich ist? Yeses. Der, von dem ich dachte, dass er mich runterstupst, hat nichts gemacht. Aber ist der Penner, ey. Kommt mit einem Stumba aus der Wand. So, jetzt aber. Beruhig dich. Alles unter Kontrolle. Oh. Den mach ich mal Ansturm. Check this out. Oh, da ist noch einer. Nein, nein. Oh Gott, warum können sie? Ach. Die können Blitze werfen? Oder in den Boden hauen? Okay. Hallo, Brickels. Und hallo, Dreher. Dreher ist wieder da, ja. Ist das nicht der Helm von diesem Sentinel-Boss aus Dark Souls 2? Da, wo die drei langen Lulatsche nacheinander kommen. Ah, stimmt, ja, die langen Lulatsche. Jetzt, wo du sagst. Nee, also, im Ernst, jetzt, wo du sagst. Jetzt weiß ich, was du meinst. Stimmt, ja, der Helm hat mich so ein bisschen dran erinnert. Der war auch so ein bisschen gestreckt. Was? Es ist unfreundlich, Leute zu schubsen? Ja, Blood Dragon, ja. Wenn wir uns mal begegnen, würde ich sehr zu schätzen wissen. Oh, da oben hängt einer. Sehr zu schätzen wissen, wenn du mich nicht schubst. Oh, warte, ich habe gerade Schritte gehört. Oh Gott, da ist er. Warte. Vielleicht sollte ich für diesen Bereich doch wieder meine Kopfhörer einsetzen, damit ich besser höre, wenn irgendjemand hinter mir aufploppt. Oh, warte, ich sehe dich. Er kommt aber noch nicht runter. Oh Gott. Yo! Nein! Oh Gott, au! Können das alle hier? Läuterungsstein. Ah, das waren die Dinger gegen Fluch, ne? Leuchtfeuer voraus. Dammit, Spoiler. Oder, nee, ich wollte gerade sagen, hat er mich verarscht? Musst du dich da durch die ganze Stadt in der Kulisse kämpfen? Bisher war es ziemlich oft in Dark Souls so, dass das, was du im Horizont gesehen hast, was da so auf dem Boden an Häusern und so weiter herumgelegen hat, dass du dort auch dann tatsächlich hingelaufen bist. Und es sieht ganz schön krass aus. Oh! For everyone. Was brauchst du? Ah. Defyun! Warte, ich bin gleich bei dir. Habe ich hier schwierige organisatorische Probleme. Defyun! Oh Gott, ich habe mich fast in Dark Souls von der Klippe gestürzt. Warte kurz. Das klingt, als ob du pinkeln würdest in meinem Zimmer. In meinem Zimmer, ja. Defyun! Vielen Dank für deinen Sub! Bitte schenkt ihm ordentlich Käse im Chat. Defyun, vielen Dank! Willkommen bei den Deluxe-Würfeln. Viel Spaß mit den Emotes und keine Werbung. Hier hast du ordentlich Käse. Lass dich bespritzen aus unserem patentierten Käseschlauch. Lass dich bepinkeln aus dem Hintergrund.
Oder hier ein bisschen Ofenkäse, Käse im Toast, geriebener Käse ist alles da, mein Freund. Bitte, du hast dir den Käse redlich verdient. Und danke für deinen Sub, mein Freund. Zockst du das Game mit Controller? Ja. Xbox-Controller. Vielleicht werde ich öfter mal den PlayStation-Controller, sobald ich eine PlayStation 4 habe, vielleicht öfter mal PlayStation-Controller verwenden. Aber ich weiß noch nicht, wann ich mir eine hole. Mal sehen. Hallo Helma übrigens. Jo. Oh, vielen Dank für den ganzen Käse, meine Freunde. So, gut. Also, hier ist schon mal ein Safe Point. Sehr gut. 24.000 Seelen. Das ging jetzt schnell, oder? Ah ne, ich bin mit 10.000 Seelen hier runtergekommen. Das geht bestimmt nicht auf, genau. Lässt sich nicht öffnen. Oh. Oh, das ist doch der Typ von Dark Souls 1, oder? Diese Schlange, dieser lange Kopf. Dieser lange Kopf, der aus dem Brunnen rausgekommen ist. Ne? So sieht also sein Körper aus. Interessant. Komisch. Erinnert mich an, wie heißt er? The Last Guardian. The Last Guardian, bloß der hässliche Bruder vom Last Guardian. Der Fion, jawohl, Käse ist immer gut. So ist es. Seit ich Stone schaue, will er sich eine PS4 holen. Ja, Mann, ist echt so. Aber ich denke mir immer wieder, oh, 400 Euro, oh. Also für die PS4 Pro natürlich. Hallo, keine halben Sachen, was ist los? Aber spätestens, wenn God of War rauskommt, da bin ich ein kleiner Fanboy. Oh, oh, guck mal, da steht Lab wieder. Spätestens bei God of War Release. Spätestens dann brauche ich dann Infusion legen. God of War, oh Gott, du bist so stark. Lass mich an deine marmorne Brust. Ich habe by the way gerade Toast gehabt mit Käse. Nice. Was wollte ich gerade noch sagen? Was anderes? Ach so. Ey, Fabian. Ich habe dich, glaube ich, auch auf Twitter gesehen. I know you. Der Name Eine wie Alaska hat mir was gesagt. Ich checke mal später aus. Später erstmal eine Runde stalken, weißt du? So kennt man mich. Erstmal gucken, das Who is Who. Ich muss immer on top of the information train sein. Who is Who? Oh. Well, fancy meeting you here. A true blessing. Nee, das ist nicht seine Rüstung, die wir gefunden haben. The same place and find ourselves standing here together. I've got the last of my brew. Let's have our own little toast with it. Siegboy. To my search and to your duty. And to the joy that lies before us. All right then. Bottoms up. Bottoms up. Er hat vergessen, wer er ist. Hier, ich kann das leider das gleiche nur während ich sitze, aber das geht's auch. So geht es auch. Prost! Jo! The Last hässlicher Bruder, demnächst im Kino. So ist es. Wollte aber nicht, dass du dich fast tötest. Yeah. Now, I'm off in search of the Purging Monument. Immer noch Monument der Reinigung. Okay. Everything will come back to me. Who I was. What I lived for. What my name was. And what terrible grudges I held. I don't know. I just have this feeling that that's the kind of man I was. Oh, don't hold it against me. I only think I was. Ich vermute nur, dass ich ein schlechter Mensch war. Das heißt ja nicht, dass ich einer war. What? Also, ich weiß nicht. Also, die Lache hat was anderes gesagt gerade. Oh, guck mal, das da unten sieht besonders aus. Ist das zufällig das Monument, was du suchst? Oder das da? Nee, das da unten sieht besonderer aus. Ah ne, guck mal, das da sind nur so andere Türme, wie da hinten auch. Aber das da unten. Alles klar, du suchst das, ich würde es dir ja gerne zeigen, aber... Ist okay, Martin, du darfst mich stalken, Monsieur. Oh, je ne sais pas.
Le Baguette, la fenêtre. Oh, oh, oh. Siehste, ich kann das. Französisch now, Profi. I'm off in search of the once I find it. Okay. Ich habe das Gefühl, ich war ein böser Mensch. Aber das ist nur eine Vermutung. Okay. Dann, bis später. Oder vielleicht kann ich dir ja helfen, das Ding zu finden. Jetzt darf ich Monster fangen im Inneren von Sinn. Na toll. Ja. Viel Spaß. Ich hock mich mal ans Feuer. Kurz mal regenerieren, bevor es weitergeht. Oh, Jesus. Hast mich erschrocken. King Christ. Aber direkt hinter der Ecke. Unverschämtheit. Juhu, 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 juhu. Okay. Oh, warum werde ich verflucht? Aha, ich habe doch gewusst, hier muss irgendwo einer sein. Oh, wow, der sieht, oh, wow. Halbe Leiste voll von einem einzigen Typen. Ich muss schneller werden, die zu killen. Da oben an der Wand hat der geklebt, okay. Muss ich drauf achten, wo die hier irgendwo kleben? So, warte, du lebst bestimmt noch. Jo! Okay, also die verfluchen, die haben so Kristalle auf dem Rücken. Oh, so wie der da unten, genau, okay. Warte, will sich jetzt wieder irgendwo hier einer von oben fallen lassen? Das finde ich nämlich nicht nett. Oh, da ist einer. Okay. Psst, relax. Hallo, Schock. Willkommen, Schock. Irgendwie habe ich jedes Mal, wenn du so vor ihm rumhüpfst, die Befürchtung, dass er dich runterschubst. Warum bloß? Nur weil er ein so guter Mensch war? Guck mal, schöne Blumen. Oh, 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 der, oh, ich heile mich lieber. Was auch immer der ist, der sieht nicht nett aus. Nettes, glowendes. Oh, 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 oh. Ich habe so lange niemandem mehr einen Backstab gegeben, bitte. Please. Oh Gott. Oh, 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 sorry, sorry. Wow. Fucking Christ. Okay, Bro. Yo, yo, get staggered. Woo. Okay. Ey, die Rüstung sah aber geil aus. Krieg ich die? Schade. Okay, fürs nächste Mal merken, wenn so ein Typ mit Loch in der Brust kommt. Aufpassen. Wenn der sein Schwert anzündet, versteht er keinen Spaß mehr. Ich habe mal eine Frage. Ich und mein Kumpel wollen Dark Souls zusammenspielen. Wie geht das? Dark Souls 3 auch hier? Ich glaube, das ist je nachdem, was für ein Dark Souls ihr spielt, 1, 2 oder 3, mal schwerer und mal leichter zusammen zu zocken. Aber Dark Souls 3 geht im Koop-Modus. Ich bin mir nur... Nette Statue. Ich bin mir nur nicht mehr sicher... Ich habe noch nie Dark Souls im Koop gezockt, aber ihr könnt euch gegenseitig beschwören und dann den größten Teil des Spieles, glaube ich, zusammen durchlaufen. Ich meine, es geht, weil ich auch von anderen gehört habe, dass sie es gemacht haben, aber... Oh! Aber ich habe es selbst nie probiert, deswegen kann ich es nicht sagen. Nicht hundertprozentig sagen. Wieso kannst du dein Schwert nicht anzünden, gell? I don't know. Ich würde es gerne anzünden. Bei einigen Bossen, wenn ich gegen sie kämpfe, würde ich mich selbst gerne anzünden. Vor Verzweiflung. Oh Gott! Nein! Keine Bitte for you today. Ich mache 2-3 Schaden zu wenig, um ihn mit einem Schlag zu killen. Mist. Hallo Meliondur. Hallöchen. Hallöchen. Aber was ich dir sagen kann, Schock, falls du noch da bist, es gibt in Dark Souls eine Möglichkeit, wie ihr leichter zueinander finden könnt. Und zwar hier. Das ist jetzt mein Passwort. Ihr könnt euch natürlich ein anderes ausdenken. Ihr könnt hier bei Passwortabgleich zusammen euch ein Passwort ausdenken. Und wenn ihr das gleiche benutzt, dann ist die Chance deutlich höher, dass ihr euch gegenseitig beschwören könnt, dass ihr eure Beschwörungssymbole im Spiel erkennen könnt.
Bei mir ist es jetzt Wurst 1, 2, 3, aber das könnte halt alles sein bei euch. Und ich glaube... Nein, nein, nein! Schock! Danke für den Follow, bediene dich an der Käseplatte. Ihr müsst noch beim passenden, glaube ich, beim passenden hier Eid sein. Ich bin gerade bei den Kriegern des Sonnenlichts. Und einer dieser Eide, der war auch dazu... Zum Beispiel Krieger des Sonnenlichts, das ist so, wenn du anderen Spielern bei Bosskämpfen helfen willst. Aber ich glaube, einer der anderen Eide, da habe ich Spieler in anderen Games gesehen, die immer weiß rumgelaufen sind. Und ich glaube, mit einem weißen Eid kann man immer zu... Am besten, du liest das nach. Aber das mit dem Passwort hilft auf jeden Fall, dass man zueinander finden kann. Du kannst die Rüstung von dem Typen hier erfarmen. Ah, okay. Sah aber nach einer ziemlich schweren Rüstung aus. Oh, oh Gott, was machst du? Was sollte das werden? Nein, aufhören! Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Nameless King ging mit 6 Versuchen. Laber nicht. Was hast du für eine Skillung gespielt? Nameless King war immer noch der, wo ich am meisten Versuche gebraucht habe. Zwischen 20 und 25, irgendwie 22 Versuche oder so. 2-3 Stunden lang immer wieder in diesen Typen reingelaufen. Boah, das war krass. Ja, das haben wir ja schon gemacht, aber er sieht mein Zeichen leider nicht. Seid ihr ungefähr auf dem gleichen Level? Weil ich glaube, ihr müsst auch ungefähr das gleiche Soul-Level haben, damit ihr euch gegenseitig sehen könnt. Das Problem hatte ich nämlich auch mal, aber ich glaube, das war in Dark Souls 2. Deswegen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob das gleiche auch für Dark Souls 3 gilt. Ich wollte auch mal Leute einladen, aber wir konnten auch nicht unsere Symbole sehen. Und ich glaube, bei uns lag es am Level. Am Levelunterschied. Oh Gott! Aua, okay, die machen damit Schaden. Steam Team, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte, Mr. Steam. Wo seid ihr? Da. Noch einer. Was auch immer ihr macht, hört auf damit. Ich mag das nicht. Okay, du hast offiziell Gesangsverbot. Da kannst du ja Welpen mit töten. Ja, hoffentlich. Ich hoffe, ich habe dir physikalische Schmerzen zugefügt. Mein Gesang war erste Sahne. Das weiß ich. Ich habe eine engelsgleiche Stimme, okay? Und der Song ging tatsächlich so. Okay, alles klar. Das war nur interpretative Freiheit. So. Ich hatte mit Soul of Cinder richtig Probleme. Echt? Ich glaube, Soul of Cinder hatten wir beim ersten oder zweiten Versuch geschafft. Das ging. Das war in Ordnung. Ist ein Leuchter. Von dem kann man bestimmt abspringen in dieses obere Stockwerk da. Okay. Vielleicht nehme ich mal zuerst die Treppe. Oh, da unten ist noch ein Typ mit einer Lanze. Nee, warte, dann bevor ich zu dem Typen mit der Lanze hinlaufe, lass uns zuerst mal hier rüberspringen. Aber ich habe Bloodborne gespielt, also viel Ausdauer und Geschick. Ah, okay. Ja, allgemein, angeblich ist ja immer so... Und jetzt dann... Nein! Fuck. Okay, das war semi-optimal. Oh Gott, und jetzt der Typ. Oh mein Gott, warte. Oh Gott, nein, nicht wieder diese Feuerattacke. Oh Gott, oh Gott. Fucking damn it. Aua, 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 aua. Ah. Oh mein Jesus. Der hat echt das falsche Timing, der Penner. So, jetzt aber. Du Drecksack. Bitteschön. Funkeltitanit. Gott. Oh, hier können wir auf seinen Kopf hüpfen. Sehr nice. Mir fehlt beim Nameless King die dritte Phase. Ja, ich habe beim Nameless King...
Ich habe bei dem echt lang gebraucht. Aber der hatte nur zwei Phasen, oder? Die auf dem Drachen und danach er persönlich, oder? Ja, genau. Wann gibt's das nächste SNG wie mit... Ach, das nächste Sing mit wie in Fallout? Weiß ich noch nicht. Wird aber mal wieder Zeit. Juhu! Gib mir den Rest! Wow, nice! Gerade noch so die gesamte Ausdauerleiste. Puh, der hat einen Speer gehabt oder so, ne? Hallo, Alonso Ortega. Alonso. Fährt er eigentlich immer noch Formel 1? I don't know. Ich find's fast schon schade, nachdem ich in Dark Souls 1... Oh, ist das ein Gangbang? Echt nicht? Das sieht so offensichtlich aus. Nach Dark Souls 1 habe ich nie wieder wirklich pariert. Ich weiß noch, in Dark Souls 2 habe ich echt... Ich habe echt versucht, mir das Parieren beizubringen, aber irgendwas mit dem Timing hat mir nicht so ganz gepasst beim 2er. Und beim 1er habe ich auch den Endboss pariert und sowas. Das war eigentlich ganz nice. Auch wenn man mir natürlich wieder gesagt hat, dass das gar nicht mal so schwer ist beim Endboss. Der Endboss ist ja easy. Oh, da sind wieder diese Typen mit dem... Oh, ich höre wieder ihre Stimmen da hinten. Okay. Da ist auch einer. Okay. Eine Tür. Oh. Oh, da sind zwei. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, fuck, ich krieg Fluch. Hoffentlich finden die mich nicht. Bitte findet mich nicht, bitte findet mich nicht. Ich heile mich lieber voll. Ich bin nicht da. Oh Gott! Oh, er ist direkt hinter mir! Er ist direkt... Oh, Scheiße! Oh! Jetzt auf seinen Kopf, auf seinen Kopf! Fuck! Oh Gott! Ah. Kannst du mal aufhören? Oh, Jesus. Junge, du gehst mir echt auf den Sack. Warte. So. Warte, waren hier nicht zwei gerade eben noch? Oh, oh nein. In der Luft. Was? In der Luft hat er mich getroffen und der Aufprall hat mich gekillt. Oh, Mann, ey. Oh, Scheiße. Oh, nee, ich habe so viele Leute gekillt auf dem Weg hierher. God damn it. Oh, du Drecksack. Du kleiner Drecksack. Du auch. In der Luft zerteilt. Das fand ich nicht sehr nett, by the way. Nein! Das war eine sehr exklusive Combo, ja, ist echt so. Geh gleich an die Tür, die ganz oben an den Treppen ist. Bitte kein Backseat-Gaming. Ich würde gerne selber herausfinden, in was für einer Reihenfolge ich mit wem sprechen soll, was da... Und nicht direkt zu wissen, ja, jetzt geh dahin, danach musst du dahin, dann musst du mit dem und dem sprechen, wenn du das hast, musst du das machen. Ich würde gerne selbst so meinen Weg dadurch finden. So lernt man die Umgebung kennen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, ist der hoffentlich, bleibt der tot? Mist. Ich habe gehofft, er bleibt tot. Gib ihm Backstab. Nein! Oh, das ist der gleiche Fehler wie beim letzten Mal. Ich dachte, ich kann ihn durchbrechen. Oh. Oh. Aber sein Schild kann ich durchbrechen mit zwei Schlägen. Das geht noch.
Das waren auch ganz viele, ganz schön viele Seelen. Ja, 70.000 Seelen oder irgendwie sowas. Das war echt fies. Oh Gott, ich muss auch... Ich habe bei dem Kampf, bei dem Typen mit der Lanze, habe ich eigentlich gedacht, dass ich ziemlich viel Glück gehabt habe. Oh nein, ich muss die nochmal alle besiegen. Warte, hier waren mehrere. Oh, Kamera. Nein. Casten verboten. Der namenlose König war relativ easy, weil ich hatte gerade Irithil-Schwert mit viel Eisschaden nach jedem vierten Schlag. Nach jedem vierten? Ach so, stimmt, Eis muss man erstmal aufbauen. Hat der König eine Schwäche gegen Eis? Habe ich gar nicht gewusst. Wie gern würde ich diese Stadt in echt erkunden? Nur ohne, dass hinter jeder Ecke der Tod auf mich lauert. Ja, ich kenne das Problem. Oh, stimmt, hier war noch ein. Oh Gott, geh doch aus diesem Kreis raus! Die Kreise sind auch echt gefährlich, wenn du vergisst, dass du rausgehen musst. Es hat schon ziemlich viel mit der Waffe zu tun. Anfangs hatte ich einen Dolch gegen ihn und konnte deswegen den Drachen nie töten, ja. Ich hatte es, glaube ich, mit ein, zwei verschiedenen Waffen probiert, aber am Ende habe ich es wieder mit dem Hüllenschlechter Großschwert gemacht. Was ist mein Problem? Wieso versuche ich so weit weg? Nein, nein! Wow, ich habe vergessen, dass hier vier Stück von denen waren. Alle Seelen weg. Fucking Christ! Und die sahen auch noch so einfach aus. Aber ich bin schon fast davon ausgegangen, dass ich nochmal sterben werde auf dem Weg zu den Seelen. Ich dachte mir schon, das erste Mal, als ich da durchgelaufen bin, war eigentlich schon zu sauber. Fuck. Fuck. Jedes Mal, wenn ich mitten in meiner Schlagkombo bin, dann kann ich nicht mehr rollen. Und dann habe ich ein Problem. Ich muss mir merken, bei diesen Viechern ein Schlag und dann sofort rausrollen, weil ansonsten frittieren die mich. Scheint so, habe ich das benutzt, weil ich gerade Schwerter besser finde als Großschwerter. Ja. Für mich sind eigentlich nur Ultra-Großschwerter zu langsam und zu dick. Aber diesmal sieht er mich, oder? Ja. Warte, jetzt kommt diese Scheiße. Oh, yo. Oh, nur ein Angriff? Okay. Oh Gott, ich habe keine Ausdauer mehr, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich kann nicht rollen. Boah, oh, scheiße. Wenn man nicht so einen super einfachen Kill kriegt, dann tut der ganz schön weh. So endet jeder deiner Geschichten, oder? Am Ende habe ich es mit dem Großschwert gemacht. Ganz genau. Am Ende packe ich immer meinen dicken Zweihänder aus. Ohne den Zweihänder geht nichts bei mir. Oh, hallo. Oh, warte, hier war noch irgendwo einer, ne? Ich finde Großschwerter so am besten. Ich habe sogar extra für die Friede, habe ich mir sogar andere Schwerter. Hier habe ich mir das Drakenblut-Großschwert bis ans Maximum gepusht und dachte mir so, yeah, Elementarschaden noch, nice, das scheint dir nicht zu gefallen. Ich habe nur auf die Fresse bekommen. Es war echt nicht so geil. Ich bin im Parieren ein Opfer, also bleibt mir nur schnell sein, ja. Also in Dark Souls 3 habe ich es auch nicht mehr mit dem Parieren dann probiert. Das hat mich dann auch frustriert nach einer Weile. Nein, hör auf. Nicht mehr Schläge als nötig. Kill ihn! Okay. So. So. Jetzt kommen wir wieder runter. Alles ist unter Kontrolle. Die perfekte Waffe. Das Käseschwert mit dem Moveset vom Hüllenschlechter Großschwert. Ja, das wäre nice. Extra Schaden gegen Käse.
Nein. Nein, nein, nein. Was soll diese Scheiße eigentlich? Oh my fucking Jesus. Moment kurz. Ich wollte lossprinten, drücke B und stattdessen mache ich einen Schritt zurück. So, jetzt nochmal heilen hier. Okay. Das ist hier echt so ein Manöver. So ein Manöver. Hat mein Internet gerade Zuckungen oder I don't know? Bei mir sieht eigentlich alles ganz gut aus. Extra Chardon gegen Fromage? Ja. Omelette du Fromage. So, jetzt kommt hier der Sack wieder. Ich hoffe, das läuft nochmal so schön wie das letzte Mal gegen ihn. Kill ihn! Nein! Ah! Das letzte Mal hat genau das gleiche geklappt, aber... Oh, 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 shit, son. Oh, jetzt hat er... Offenes Fenster. Oh, ich dachte, das hätte mich getroffen, aber das war wohl nochmal Glück. Aber die geben echt viele Seelen. Die kann man eigentlich gut farmen, um Level-Ups zu farmen oder so. Okay, pass auf. Dieses Mal... kill ich zuerst dich. Und dann dich. Und dann... Oh, hier ist noch ein Weg. Oh, hier ist ein Typ. Ich hoffe, die bemerken mich nicht hier drin. Okay. Hier war noch eine Lücke. Käseschwert mit extra Schaden gegen Fischstäbchen, ja. Mach auch nochmal extra Schaden gegen Aufläufe, weil die Aufläufe dann... Ah. Oh, Auflauf. Ich glaube, das ist hier meine Sicherheitsritze. Ist hier aber sonst nichts in diesem Ding? Einfach ein leeres Loch? So? Ohne nix? Hallo? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Marcel, danke für den Follow. Bediene dich an der Käseplatte, mein Freund. Warte, das können wir jetzt hier gleich ein bisschen untersuchen gehen. Was ist hier? Nix. Versuch Sprungangriff. Ja, genau, das habe ich versucht vorhin. Habe ich gerade eben wieder die Rüstung gehört? Ich traue mich nicht, da an die Tür ranzugehen, bevor nicht diese Rüstungen von da unten beseitigt sind. Oh! Nein! Fucking! Boah! Ich wollte auf keinen Fall da runterfallen. Das hat mir am meisten Panik gemacht. Wie, du hast Agro auf mich? Oh, der eine ist da stehen geblieben, da unten. Okay. Da ist noch irgend so ein Vieh. Oh nein, fall bitte nochmal hier runter. So ist gut. Und dann... Ja! Genauso, mit Schmackes. So, warte, warte. Ja. Ja. Rein mit dem Ding in deinen Hals. Das klang... Vergesst, was ich gesagt habe. Scheiße. Das klang... Normalerweise sage ich sowas geplant, aber ja. Die Sicherheitsritze. So, was ist jetzt hier? Speak thee the name of God. Thine own God, if thou canst recall. Mein eigener Gott, Gwyn. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may converse. I am known as Shira, servant to the Princess Filianor, matriarch of the church. Ach, sie ist Matriarchin der Kirche. They who kin to God's name are surely kin to the terrors of the dark. Please,
I bid thee take not from the princess her peace or rest. As the fire waneth, does she lie by the dark, all for the sake of man. Mhm. Thou'st a kind heart to speak to a captive such as I. Gefangene. It is no surprise thou rememberest our God. Eine Gefangene. May I ask thee a kindness? Perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabiteth this city. Medea is his name, and the arch-dragons are his forebears. Medea. He once railed against the dark, but was by dark afflicted. Now here, returned, he remaineth, to watch over the sleeping princess, true to the old accord. And yet, I would have thee put the dragon to rest, before the dark consumeth him, and his vows are forgot. Okay, ich soll den Sohn eines Erzdrachen, einen anderen Drachen, killen gehen. I offer my sincerest gratitude, thou who art kin to God's name. Please, take this. Oh, heilige Glocke! Oh yeah, die heiligen Glocken, nice. I have asked a thing most terrible of thee. May this token of thanks be of aid. Sohn eines Erzdrachen sollen wir killen, laut dir. Okay. Der über die Prinzessin wachen sollte, aber der mittlerweile so von der Finsternis eingenommen wurde, dass er nicht mehr weiß, wer er ist. Warte mal einen Moment. Das Internet vergisst nie, Stone. Nein! Ich speichere mir mal die Zitate, weil Mods gibt's bei mir in letzter Zeit nicht, deswegen notiere ich mir das selbst. Was ist eigentlich unterm Hütte, Monsieur Martin? Nicht viel. Ich muss mich mal wieder rasieren, by the way. Das ist, das da wuchert wieder ein bisschen. Also so viel, was da wuchern kann. Ne, Monsieur Martin hat, Le Haarmangel. Le Haarmangel in de, auf de Kopf. Le Kopf. Auf die Oberseite, auf le Kopf. I beg of thee, put the great dragon to rest, yes, before the yes. dark consumeth him and his vows are forgot. I beg of thee, put the great dragon before okay. the dark Bevor die Dunkelheit ihn verschlingt. Machen wir. Ich dachte, da ist nicht viel zwischen den Ohren. Nee, mein Gehirn ist so groß. Boah, voll krass, Mann. Scheiße, ey. Wenn du das auspacken würdest und erstmal wiegen würdest, würdest du denken, fuck, Mann, Waage kaputt. Erstmal neue Waage kaufen. Richtig fett, Mann. Ne, so. Eine andere gute Eigenschaft von mir ist noch, ich bin sehr bescheiden. Ne, deswegen richtig krass bescheiden. Oh Gott, da ist ein... wer ist gerade gestorben? Warte, den da unten kriege ich auch noch. Wie viele sind da noch? Deine, okay. Komm mal bitte hierher. Der werte Herr. Juhu! Yeah! Nice! Ja. Hat sie nicht gesagt. Monsieur Martin. Oh Gott, da ist irgendwer. Ach du schon wieder, du Penner. Oh, nice! Pro-Style und so. Das war auch knapper als erwartet, aber alles okay. Also, ich habe gar nicht mehr meine Heiltränke aktiv, hallo? Bescheiden, so, ja, ich merke, ja. Hm, ja, natürlich. Das Gehirn, sein Gehirn ist so groß, das hat er ausgelagert. Ja, richtig, so ist es. Geht ja gar nicht anders. Im Hinterkopf habe ich eigentlich Drähte drin. So. Huh, ich habe dich gehört. Yo! Nein, lass es. Nice. Ich will eigentlich gar nicht da drüben bei diesen Rittern da weiterlaufen. Die Chance, dass ich da sterbe, ist ziemlich hoch. Deswegen. Ich hätte erstmal gerne das nächste Bonfire. Das wäre nice. Das Gehirn ist so groß, das verdrängt die Haarwurzeln.
So ist es. Oh nee, noch mehr? Shit. Drei? Are you kidding me? Oh. Hier ist noch ein Weg. Oh Gott. Gott, ich habe Angst, die kommen immer näher. Fuck, ist der andere Typ aufgestanden? Nein. Wo ist der Läuterungsstein? Ich finde ihn nicht. Da ist er. Oh, ich kann ihn nicht benutzen? Ich dachte, der heilt Fluch oder so. Ah, oh, da hinten liegt nämlich noch so ein Fluchvieh. Nicht treten! Soll's ihn hauen! Okay. Ich hätte schwören können. Warte kurz. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass wenn ich hier stehen bleibe, dass die fetten Typen gleich... Oh, bitte Bonfire. Warte. Was war nochmal die Eigenschaft von denen? Reduziert Fluchsteigerung und hebt Aushöhlung auf. Reduziert Untotenfluchsteigerung. Warum kann ich das nicht benutzen? Ach so, weil ich nicht ausgehöhlt bin, oder? Ich bin nicht ausgehöhlt. Die Einwohner Londors, dem Land der Hülle, nutzen diesen geheimen Schatz, um sich Anschein von Normalität zu geben. Gelegentlich wird sogar eine Hülle selbst davon getäuscht und wendet sich gegen einen der ihren. Okay, Mist, da funktioniert das nicht. Weil wir die gerade vorhin gefunden haben, dachte ich, wir könnten sie benutzen vielleicht. Er ist sehr bescheiden. Normalerweise ist sein Gehirn größer als beschrieben, ja. Mein Gehirn ist so groß. Oh Gott, als ich mal die Wohnung aufräumen wollte, konnte ich mich nicht daran erinnern, dass dort mein Gehirn liegt und habe mir gedacht, so, ist das Kunst oder kann das weg? Und dann habe ich es halt weggeworfen. Aber es ist ja kein Problem. Seitdem habe ich einfach eine Melone, eine Wassermelone im Kopf. Da ist noch einer, das gibt's nicht. Die sind überall. Und den mit dem Speer, den mag ich echt nicht, wenn ich ehrlich bin. Willst du das wahre Dark Souls-Spiel, dann spiel mit Maus und Tastatur. Was? Warum? Ich mag meinen Controller. Fuck! Er hat... Oh, shit. Er hat mich gesehen, glaube ich. Mach mal das Feuer von deinem Speer wieder weg. Nee. Oh Gott, nein. Blitzschießer auch noch. Oh mein Gott, war ein Fehler. Das war so ein Fehler, hierher zu laufen. Fuck. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. One met the dark with learning. Shit. In the end, learned his knowledge was wanting. Nein. The world began without... Safe! Ich bin safe! Irgendwo! Hier, da ist noch ein Weg. Oh Gott, sie sind nicht immer friedlich. Sie sind nicht immer friedlich. Oh mein Gott. Wo soll ich hin? Oh! Oh! Berechnet. Berechnet. Ich meine, ich wusste, dass hier ein Safe kommt. Ich hatte es im... Mist! Ich hatte es im Gefühl, das war... ich wollte extra die Feinde täuschen und bin dann zu diesem Bonfire gelaufen. Ich mache das immer so. Ich denke, das ist die beste Taktik in Dark Souls. Und ja, ist ja klar. Ich bin ein Veteran und ja, so. Ich gehe jetzt erstmal mein Level abholen. Das ist das Erste, was ich mache. So. Ach Stone, jeder weiß doch, Honigmelonen eignen besser als Gehirn als normale Melonen. Mist. Diese Gurkenschrank, mit dir könnte ich noch was lernen. Dann würde ich mir das Richtige implantieren lassen. So. Okay. So, jetzt muss ich mich nicht mehr schlecht fühlen, wenn ich sterbe, weil jetzt habe ich meine Seelen ausgegeben. Gut.
Sein Gehirn ist größer als seine Säule. So, aber können wir bitte aufhören, über das Gehirn von mir zu reden? Hallo? Ich werde hier noch ganz rot. So freundlich, wie ihr zu mir seid. Ey, Martin, du Braut, du, bist du auf der Gamescom? Ja. Ich werde auf der Gamescom sein, ja. Alle Tage. Martin. Okay, einfach ein Raum mit einem Bonfire. Zum Glück kam das im genau richtigen Moment. Aber da hinten, wo die Viecher gerade eben rumgelaufen sind, da muss ich jetzt trotzdem noch aufräumen. Das ist halt ein kleines Problem. Die sind ja nicht auf einmal weg. Hallo? Oh, hier ist nix? Okay. Warte, da geht's wieder hoch. Ich sammle noch kurz den Loot da drüben ein. Gleich kommen wieder die fetten Viecher da raus, aber... Tja! 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 Nö, 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 nö. Das nehmen wir mit. Zack. Nö, 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 nö. Warum sind überall diese Flatterviecher? Das macht mich nervös. Oh Gott. Oh Gott, da ist wieder so ein Typ. Oh nein. Oh, hier geht's nicht weiter. Oh, 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 oh. Gerades Ringritterschwert. Oh, das könnte vielleicht was für mich sein. Oh Gott. And so, she lived in fear. Fucking. Warte kurz, Insektenmann. Ach, ich bin hier. Okay. Ich muss mich erstmal um ein paar andere Probleme hier kümmern. Okay, pass auf. Reden die kleinen Insekten? Rechter Arm des Predigers. Oh, wow. Jetzt wollt ihr es aber wissen, oder? Keine Ahnung, sind die schwer zu killen? Was ist das? Oh Gott, das sind die Bogenschützen. Okay, der Opa ist wieder on. Nice, nice. Hier. Ich muss sagen, das ist hier nicht mein Lieblingsort. So, by the way. Ja, kacke, wo soll ich denn hinlaufen? Der ganze Sumpf ist hier ziemlich kacke. Oh nein, da sind... Okay. Okay, das wird sowas von mein Tod sein. Ja, ich renne links an dir vorbei, du hast mich nicht gesehen. Ich glaube, ich muss... Bei diesem Sumpf muss ich mich... Zentimeter für Zentimeter vorankämpfen. Oh, nice. Oh, hier bin ich irgendwo oben. Oh Gott, was ist das für ein Angriff überhaupt? Oh, das ist eine lange Brücke. Will ich da lang? Kurz. Geh erstmal hier lang. Oh fuck, da ist noch einer. Warte. Juhu. Schnell, schnell. Drachenkopf, Großschild, nice. Brauche ich nicht, aber nichtsdestotrotz nice. Tief, aber Loch. Was? Tief, aber Loch, meine Freunde. Hier, fall mal das Loch runter. Na, Penner, hä? Ja? Oh, da hat ein Flammenwerfer? Oh Gott! Okay. Oh, nice, die Handschuhe. Also merke, das kleine Drachenschild ist ein Flammenwerfer. Sehr gut. Martin, du Schnitte, du! Dann musst du deine Melone, die mir mal ausleihen. Will mir mal eine Capri-Sonne schlürfen. Alles klar.
kennst du ja hier, einfach durch die Nase oder durchs Ohr und pfump, ist kein Problem. Sundancer, hallo. Martin, warte, lass mal kurz gucken. Sind die 4,4 wiegen die? Oh wow, die sind um einiges schwieriger hier. Aber die sehen nice aus. Die deformierten schwarzen Stulpen der Ringritter. Die Stulpen der ersten Menschen wurden im Abgrund geschmiedet und verrieten das Leben. Aus diesem Grund belegten die Götter die Stulpen und ihre Besitzer mit einem Feuersiegel. Cool. Vielleicht sollte ich eher etwas anziehen mit einer höheren Fluchresistenz? Magieresistenz ist niedriger, aber kaum. Also die Dinger sind mega schwer. Warte, lass mal kurz gucken, wie die aussehen. Oh yeah. Yeah. Passt sogar einigermaßen zu der jetzigen Rüstung. Ich müsste nur vielleicht einen anderen Helm ausrüsten, weil mein jetziger, der hat nicht genug Style-Punkte, verstehst du? Mm. Ah, ist immer so eine schwere Entscheidung. Fashion Souls. Finstermaske. Ich meine, wir könnten das komplettieren mit so einem Schädel, aber ich leide nicht unter der Krankheit Pseudo-Coolheit, deswegen lassen wir das erstmal weg. Pseudo-Coolness! Okay. Du quatscht aber auch einen Scheiß. Wie? Das merkst du erst jetzt? What the fuck? Du bist doch schon länger als 5 Minuten hier. Oh mein Gott, was ist das? Passiert das nochmal? Ach, da ist ein Drache. Okay. Ja. Ich wollte nicht stören. Jesus Christ. Ich nehme an, damit will mir der Drache sagen, dass ich nicht da lang laufen soll. Okay, nö, er meint's ernst. Holy shit. Kommst du direkt zurückgeflogen oder muss ich auch wieder erst auf der Brücke sein? Hallo? Na? Ich weiß nicht, wo er hockt. Ich habe Angst, dass er jeden Moment wieder zurückkommen könnte. Aber ich glaube, er macht nur Feuer auf die Brücke. Oh, hier ist noch ein Durchgang. Oh, hier ist noch ein Weg nach oben. Wie, während Stone streamt? Was, während ich streame? Ich glaube, bei den Viechern wird es schwer mit der Fliegenklatsche. Ja, kannst du laut sagen. Das sieht gefährlich aus. Hallo John. Hab gerade After Earth geguckt. Ist ein guter Film. Ah, nice. Oh, eingravierter Text. Zeigt eure Menschlichkeit. Nein, nicht. Ich dachte mir, ich zieh mal meine Hose aus. Kann ja nie wissen. In den meisten Situationen hilft das. Glaube ich. Hatte ich die Hose? Nee. Was für eine Hose hatte ich? Weiß ich nicht. Ist egal. War nicht wichtig. Glaube ich. Ach, Alva-Gamaschen, glaube ich, hatte ich. Da das Gewicht sieht so aus, als ob es das wäre. Hatte ich das? Weiß ich nicht. Ist in Ordnung. Zeigt eure Menschlichkeit. Nein! Nein! Menschlichkeit, was denn das? Pfui. Pfui. Ich schau dir total gerne zu, aber gestern, ich war kurz davor, mir die Ohren abzuschneiden, nichts für ungut, aber das mit dem Gefiepe. Kann man jemanden foltern? Was für ein Gefiepe? Das klingt, als ob mein Mikrofon kaputt gewesen wäre. Was für ein Gefiepe, meinst du? Gefiepe?
Haben das noch mehr Leute bemerkt? Hat da irgendwas... Ach, hier ist das. Ich bin die große Runde gelaufen. Okay. Sundancer, das musst du mir erklären. Also bei mir sollte eigentlich nichts gefiept oder gepiepst oder irgendwie sowas haben. Die Sprache der Tiere. Ach so, das. Ich fand es, wie gesagt, nicht störend. Mich persönlich hat das jetzt nicht unbedingt gestört. Spring! Fuck. Oh, Jesus. Ey. Oh, Agro Joe. Du bist halt einfach kein Banjo-Kazooie. Oh, sch... Okay. Was? Ich glaube, das sollte nicht sein. Hier ist aber Loot. Er hat mich durch die Treppe... Der hat mich erst gefressen und mich dann durch den Boden geschlagen. Shit. Hast bestimmt wieder gesungen. Nee. Ey, ich singe wunderschön, okay? Kann man nichts sagen. Oh! Ich glaube, die Seelen kriege ich nicht wieder. Ich hätte mich wohl einfach zurückteleportieren sollen. Das wäre vielleicht die bessere Lösung gewesen. Mist. It's not a bug, it's a feature. Also wie es aussieht, wenn ich unglücklich falle, kann ich durch die Treppe hier fallen. Gut, gut zu wissen. Yeah, mit dem Dropdown-Angriff. So, okay. Drei Schläge, vier Schläge, wie viel hat er gebraucht? So, jetzt wollen wir mal ein bisschen ruhiger hier durchlaufen. Ne? Wie findest du immer diese Glitches? Immer? Ist das oft passiert? Sterbt! Ich meine, eigentlich töten muss ich sie ja nicht unbedingt, weil die greifen mich ja nicht an. Oder? Warte, ich habe jetzt gesehen... Oh ne, ich komme aus dem Sumpf gleich wieder die fetten Typen. Man kann irgendwie um das Gebäude herumlaufen. Ich riskiere einfach mal. Dass die wieder spawnen. Ich habe, weil ich durch den Boden gefallen bin, gesehen, dass hier was zu looten ist. Kopf des weißen Predigers. Beherrschung. Was für eine Beherrschung. Geheime Wände wird's hier nicht ge... Oh, ich habe meine Seelen durch die Wand eingesammelt. Nice. Was habe ich jetzt? Ich habe ernsthaft einen Kopf von denen eingesammelt. Geil. Der leere Kopf einer weißgesichtigen Heuschrecke, die einem finsteren Sumpf entstieg. Diese Heuschrecken lockten Menschen mit Predigten in die Finsternis, obgleich sie mit den meisten von ihnen nur ihren Wanst vollstopfen wollten. Ja, das haben sie ja bei mir vorhin gemacht. Jemand sollte Tatkraft beweisen und den Pfad der Rechtschaffenheit beschreiten. Seid ihr vielleicht dieser jemand? Entstiegt ihr nicht dem Abgrund, widerstandet ihr nicht dem Sog des Zeitalters, des Feuers? Heuschrecken und Menschen sind verwandte Seelen. Echt? Warum ihn nicht aufsetzen und es ihnen gleich tun? Jetzt will ich wissen, was passiert, wenn ich es ausrüste. Vielleicht greifen sie mich dann nicht mehr an. Dann wäre der Sumpf vielleicht ein bisschen angenehmer. Ja. Sexy Motherfucker 2017 wurde gefunden. Sehr gut. Mir gefällt mein neuer Style. Das ist Martin. So. Oh, guck mal, meine Haare wuscheln sogar von hinten. Creepy. Ich meine schon Gefiepe. Mir fiel nur so schnell kein anderes passendes Wort ein. Okay. Und was sagt ihr jetzt, ihr Kreaturen? Ihr lauft immer noch weg, okay. Ist meine Tarnung noch nicht perfekt, oder was? Was haben wir hier? Titanitbrocken, okay.
Kleiner Hinter... Oh, da sind noch mehr von diesen Beschwörern. Sieht Herr Martin etwa so ohne Hut aus? Ja, ganz genau. Oh nein. Oh Gott! What the fuck? Habt ihr das gesehen? Wirklich Ninja Turtles? Okay, es macht nicht jeder. Fuck. Ich dachte, in diesem riesigen Kreis würden sie sich nur selbst heilen und nicht mir auch noch Schaden zufügen. Gut. Seele eines entmutigten Ritters. Okay. Friede sei mit dir. Nee, bitte nicht mehr. Martin. Martin, je ne sais pas. Martin. Martin ne sait pas. Oh. So, gut. Hier ist eine Leiter. Beyblade! Er dreht sich noch! Beyblade war eine gute Zeit, gute Zeit. Ich habe sogar damals auch einen kleinen Beyblade gehabt. Er war blau. Ich fand's so geil, weil das war ein Spielzeug, was schwer war, ne? So. Weißt du, was ich meine? Es war geil, weil es schwer war. Tonnenschwer. Oh, das war... Da muss ich auch noch durch, ja. One poor girl slew her own kin, but even so was embraced, enveloped by the abyss. Tötet ihre eigene Verwandtschaft? That neither moon nor sunless sky afforded her before. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Was wollt ihr immer alle essen? One met the dark with learning, but in the end learned his knowledge was wanting. The world began without knowledge, and without knowledge will it end. Does not this ring clear and true? Fear not the dark, my friend. Der ewige Kreislauf des Entzündens des Feuers. Und nanntest du ihn Blaublade? Ich, natürlich. Nee, weiß ich nicht mehr. Aber ich fand's so geil, weil die sich so lange gedreht haben. One poor girl. It was a comfort that fear not and let... Der unendliche Kreislauf. Ja, hier ist noch eine Treppe. Oh, es ist weggekippt. Okay. Ich spring dir nicht hinterher, das kannst du vergessen. Ich brauche dich nicht in meinem Leben. Oh. Ein Grab. Nichts. Okay. So, oh nee, da hinten sind wieder Ritter. Ich glaube, ich muss echt aufhören, diesen Rittern auszuweichen. Weil die blockieren mir mittlerweile schon so viele Wege. Wenn ich auf jeden Weg verzichte, wo einer von denen steht, kann ich nirgendwo mehr hinlaufen. Oh, hier ist nichts. Okay. Was sagt die Nachricht? Achtung, hier ist nichts. Vorsicht vor Finstergeist. Hä? Ach so, gut. Ich habe keine Glut aktiviert. Ach so, was heißt hier ist nichts? Hier ist eine Treppe. Hier ist eine Treppe. Der Finstergeist wird mich wahrscheinlich töten, weil er noch schwieriger ist als so ein Ritter. Als so ein Ritter. Finstergeist voraus. Oh, so viel dazu. Alles klar. Von hinten? Nee. Da ist er. Okay. Nimm an, du willst hier in der Arena starten. Oh, das ist aber ein großer Hammer, mein Freund. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Das hat mich noch erwischt. Holy fuck. Die Range von diesem Hammer. Okay, Bro. Der Power stanzt mich einfach weg. Ist ganz einfach. Ich darf nur keinen Fehler machen.
hab ich gerollt, du Penner! Oh Gott! Oh Gott, nicht diese Scheiße schon wieder! Dieser Penner einfach nur. Ich krieg dich. Wie ich ihn einfach nicht unterbrechen kann mit seinen Schlägen, ey. Holy shit. Scheiße! Nein! Oh. Ich hab 10 Heiltränke für den verbraucht. Okay. Ledos Großhammer. Check. Hallo, Fuscht. Wie schön, dass Poise wieder geht. Nee, aber der hat mich doch gepowerstanced, oder? So hieß es doch, wenn jemand mit einer dicken, zweihändigen Waffe in den Händen mitten beim Schlagen ist. Wenn die Waffe schwer ist, dann lässt er sich von nichts durchbrechen. Der Drecksack. Der kann seinen Hammer aber gut schwingen. Ja, fast schon ein bisschen zu gut, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, es stimmt, was ich gehört habe, von wegen, dass dieses DLC echt knackig ist. Weil die machen echt Schaden hier. Jeder macht krass viel Schaden. Ich hoffe, dass wenn ich den alten Typen da kille, dass der auch wegbleibt. Also, ich hoffe, dass der wegbleibt. Ich habe bei dem anderen nicht mehr geprüft, ob er weggeblieben ist, nachdem ich ihn gekillt habe. Warte mal, wozu ist dieser Bereich hier? Für nix? Ich glaube, hier kommt man nur rein, um dem Typen den Hammer abzujuxen. Was ist denn das für ein Hammer? Wie viel wiegt der überhaupt? Ledos Großhammer. 28 Gewicht. Pff, wenn ich den ausrüste, bin ich fast schon sofort überladen. Der Großhammer des Silberritters Ledo. Oh, Silberritter. Klassiker. Ledos Hammer ist die schwerste Waffe, die von den Rittern von Anor Londo geführt wurde. Ledo, ein Exzentriker, der die Randgebiete bereiste, wurde ein enger Freund der Riesen und von Havel dem Fels. Passend zu Havel. Fertigkeit Steinanrufung. Der wirbelnde Stahlhammer zieht Steine an und erzeugt mit einem schweren Angriff einen erderschütternden Schlag, der die Steine mit einer Schockwelle durch die Luft schleudert. Ja, das haben wir ja gesehen. Das sah nicht sehr nett aus. Okay. Ach so. Habe ich schon getestet, ob mir diese Maske, ob mir der Helm etwas bringt bei den größeren Viechern? Weil die kleineren laufen immer noch weg. Bei den größeren weiß ich nicht sicher. Müssen wir noch gucken. Muss noch getestet werden. Aber außer ihm und seinem Hammer war hier sonst nichts drin, ne? Nee. Nur ein Balkon noch auf der anderen Seite. Okay. Jetzt, wo du sagst, Fuscht, gab es letztens irgendwo einen Patch oder so, der Poise beeinflusst hat, wo die das irgendwie nochmal... Warte mal. Es gibt für mich keinen Weg zurück? What the fuck? Außer natürlich Teleport, aber... What? Das kann doch nicht sein, oder? Ihr könnt mir doch nicht... Nee, tatsächlich. Hier ist nirgendwo ein Pfad oder so? Keine Geheimtüren? Ich kann mich hier fallen lassen, aber das ist ziemlich tief. Nee. DLC 1 hat Poise freigeschaltet. Ah. Aber Poise ist wahrscheinlich eher wichtiger fürs PvP, oder? Ich nehme nicht an, dass man... Ne, ich muss mich zurückteleportieren, wie es aussieht. Gucken wir mal, ob wir ein Level-Up machen können. Poise. Immer weiter vorwärts. Aber da war kein Vorwärts. Warte, wie viele brauche ich für das nächste Level-Up? 78.000, okay. Zeig mal her. Dass die mich noch wiedererkennen mit der Maske.
Wie viel habe ich? Okay. 40.000 brauche ich noch. Kriegen wir das zusammen? Ah ja, easy. Eine 20.000, nochmal 20.000. Ich brauche 78.000, ne? Ich habe nicht gemerkt, die kleine Zahl. Die Hunderterzahl. Mist. 300 fehlen mir noch. Verkauf mal irgendeinen Schrott hier, den ich auf jeden Fall nicht brauchen werde. Den ich sowieso immer vergesse zu benutzen. Wow! Meine letzten Level-Ups habe ich immer 4 oder 3 Schadenspunkte dazu bekommen, mit einem Punkt in Stärke. Und jetzt auf einmal nur noch ein Schadenspunkt? Ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, meine Waffe scaled nicht so gut auf über 28 Stärke. Geschicklichkeit bringt mich hier genauso einen Schadenspunkt. Intelligenz bringt mir gar nichts, also wie im echten Leben. Glück, Finderglück. Belastbarkeit wäre eine Idee. Weil so einiges, was mir passiert, ist schon ziemlich belastend, deswegen... Vitalität bringt auch nicht mehr so viel. Davor immer so 20 bis 40 Lebenspunkte, jetzt nur noch 13. Ich komme an die ganzen Softcaps. Nein! Okay, weißt du was? Machen wir noch Stärke. Schön auf die 30, schön glatt. Und dann sehen wir weiter. Auch für PvE, okay. Poise. Wie viel Poise habe ich denn überhaupt? Poise war Balance, oder? Balance. 16,3. Das ist wahrscheinlich, dass du... Das war doch das, dass du nicht so zurückzuckst und so, sondern dass du stramm entgegenstehen kannst, wenn die Leute auf dich einkloppen, ne? Hallo Domi übrigens. Lass mal kurz gucken, der Helm von Havel. Havel the Rock hat bestimmt wieder die meiste Poise. Genau, 10,2 Balance. Nice. Habe ich eigentlich irgendwas anderes, was höher ist als 10,2? Zum Beispiel bei den Helmen? Der Katharina-Helm? Nee. Ja, Havel. Oh, da war 8 irgendwo. Symbol der Habgier. Okay. Poise. Gut. Dann müssen wir jetzt, ob wir wollen oder nicht, uns in den Bereich nach vorne kämpfen, der mir den Arsch aufgerissen hat. Ich hoffe, dass das einigermaßen klappen wird. Da waren so viele Ritter. Mit ihren Feuer, Zwirbel, Waffen und was auch immer. So, ich würde jetzt gerne mit dem Kopf, den ich ausgerüstet habe. Bringt das irgendetwas bei diesen Viechern? Möchtest du mich immer noch killen? Oh, läuft er jetzt weg? Oh, au! Okay, der Helm bringt nichts, alles klar. And let the feast begin. Oh, der Schaden war ziemlich hoch. Gut, dann kann ich diese hässliche Maske nämlich ausziehen. Wenn ich schon weiß, dass das nichts bringt. Die ist aber besser als meine jetzige Rüstung. Fast. Ich glaube, der Alva-Helm sieht ein bisschen besser aus auf der Ausrüstung. Ja, den Alva-Helm. Gut, bringt nichts. Arschaufriss, Arschaufriss, ja. Das ist eine ganz besondere Art von Zeichnung. Der Arschaufriss. Die Viecher können ja auch so mitten aus dem Sumpf rauskommen, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Warte, den da hinten habe ich noch nicht gekillt. Oh. Nein. Ist irgendwas hinter mir gespawnt? Nein? Okay. And let the feast begin. Nein. 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 Ich habe gehört, man kann leichter gegen Gegner kämpfen, wenn man ihnen einfach möglichst oft Nein sagt. Weil dann verstehen sie, was du damit meinst. Dark Souls 3 hat Mikrofon, Spracherkennung. Und dann läuft das. Mach's gut, Cello. Oh, oh, da kommen sie aus dem Wasser. Oder... Hör doch auf! Ha, ha. Ich hab doch...
wie ein Wahnsinniger gerollt, ey. Keine Chance. Einmal dazwischen zerfetzt haben sie mich. Das ist, ich hatte angenehmere. Ich hatte angenehmere Feinde. Dieser Bereich ist nicht nett. Ich habe den letzten Sumpf, ehrlich gesagt, auch nicht so sehr. Oh, auf den wollte ich eigentlich verzichten. Den letzten Sumpfbereich habe ich auch nicht sehr gemocht, deswegen. Oh, das ist wieder zurückgelaufen. Oder kommt er mir hinterher? Ah, der kommt mir hinterher. Okay. Junge! Gott. Ich glaube, der letzte wollte mir auch davon hüpfen, aber bei dem war die Wand im Rücken. Vielleicht kann ich die anderen beiden umgehen oder so? Gott, die sind so ekelhaft, die Viecher. I shall partake. And let the feast begin. Nein. Ich möchte kein Feast beginnen. Danke. Nein, danke. Ja, ich kuschel einfach mit der Wand hier. Oh Gott, da ist so einer. Wo ist der Riesenopa? Ich glaube, ich will mich von dem nicht entdecken lassen, oder? Ich will aber gucken, ob hier noch Loot auf dem Dach ist. Ich will mich von dem nicht entdecken lassen. Er hat mich gesehen. Warte, dieser Turm muss noch für was anderes gut sein. Das kann nicht. Okay, er hat mich nicht mehr im Visier. Das ist einfach nur ein Turm mit so einem Beyblade drauf. Oh nein. Oh. Nein, nein, weich doch raus. Nein. Da ist einer. Okay. Gut. Wir lassen ihn ein bisschen... Weißer Birkenbogen. Okay. Was ist denn das für ein Monument? Scheint es anzubeten. Vielleicht können wir ihnen auch helfen, das anzubeten. Das ist dann quasi ein neuer Eid. Nein, das tun wir nicht. Da bist du. Du warst der Typ, der mich als erstes angefangen hat zu beschießen, oder? Was ist eigentlich mit dem Pet, mit dem Chat los? Kann ich mal fragen? Ist alles in Ordnung bei euch? Kann, Wiederbelebungsmaßnahme? Kann ich euch irgendwie helfen? Ihr dürft ruhig mit mir reden. Also, ich habe keinen Block reingemacht in den Chat. Ihr dürft ruhig schreiben. Ist schon in Ordnung. Ne? So gemeinsam. Das ist kein Problem. Ich bin auch nicht sauer, wenn ihr was schreibt. Das ist schon okay. Ist alles genehmigt. Von oberster Stelle genehmigt. Junger Zweig? Junger Zweig? Junger Zweig? Okay. Weird. Weirder Baum. Wir schlafen nur. Penis. Ach so, okay, ja. Ich war mir nicht sicher. Ob ihr schlaft oder andere Dinge tut. Zum Beispiel tot sein. Manchmal verwechselt man das. Du könntest mir helfen beim CDs und DVDs aussortieren. Sind auch ungefähr 10 Kisten. Okay. Du sagst den Namen von der DVD und ich sage, ob du sie wegschmeißen sollst. Ja. Alle zu gefesselt. Ah, okay. Ich habe mich schon gefragt. Nein! Nein! Pass auf, das wären jetzt die einzigen gewesen, die mich nicht angegriffen hätten und ich habe sie gekillt. Ich hasse euch alle. Ich diskriminiere niemanden. Ich hasse alle gleichmäßig. Warte, ich habe diese Insektenflügel gerade wieder gehört. Oh. Nicht gern. Oh oh. Das ist ein Hinterhalt, oder? Oh. Ah,
Was ist da? Dorn des Kirchenwächters oder so? Ich gucke gleich. Einen Moment. Nebenbei noch am Kochen, aber Stream läuft auf dem Fernseher. Okay, alles klar. Was kochst du denn so? Also ich will dich jetzt natürlich nicht vom Kochen abhalten, aber... Oh, Hilfe, Hilfe. Jetzt wird man ja auch noch zum Schreiben gezwungen von Madame Martha. Nein, hallo? Ich zwinge niemanden, ich habe mich nur gefragt. Vorhin wart ihr so, weißt du, voll top of the line, weißt du, vor Bills Chat. Und jetzt gerade eben habe ich mich gefragt, hallo, ist da jemand? Wie geht's? Wirft illusorische, zielsuchende Klinge. Oh, sowas brauche ich mit meinem Aim. Diese spezielle Wurfwaffe verfügt über eine flache Spitze, wird von Wächtern der Kirche von Filianorbe genutzt, verbraucht FP, um illusorische Klingen hervorzurufen, um die ihr Ziel selbst finden. Die Wächter von Filianor, von denen es nur noch wenige gibt, werden Wachen zusammen mit den Speeren der Kirche über den unendlichen Schlaf der Dings. Ist es... Permanent nutzbar steht da. Okay. Geschicklichkeitsscaling. Wir können es ja mal versuchen. Werfen wir mal das Ding. Oh, sehr gut. Ich war nebenbei auch gerade mit Osterbastelei beschäftigt. Ach stimmt, Ostern ist bald. Ich bin top informiert. So, du Insekt. Ja. Oh wow, 33 Schaden, really? 33 Schaden, echt? Die Kamera macht mich fertig. Bei diesen Bros. Also 33 Schaden? Das sieht aus wie eine Rüstung da auf dem Wasser. Das ist einer von den Fetten? Mach mal lieber einen größeren Bogen. Der sieht evil aus. Ah ne, warte, da hinten ist noch so eine Rüstung. Vielleicht stehen sie trotzdem auf, wenn ich in die Nähe komme. Ach, das sind sogar die fetten Viecher. Warum sind hier so viele tote, fette Viecher? Das heißt, es muss hier irgendwo in der Nähe einen richtig starken, guten Freund geben oder einen richtig miesen Motherfucker. Ich bin für Gesangsunterricht. Oh, Meliondur, das ist kein Problem. Also, Moment, zuerst fangen wir mit einem D-Dur an. Ja, 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 ja. Mache jetzt bitte nach. Sehr gerne, ich helfe gerne aus. Zäher Feind voraus. Ja, genau so sieht das da drüben nämlich aus. Da ist irgendwas am Glitzern oder so, ne? Ich bin vorhin ein wenig eingepennt durch Stones liebliche Stimme wieder geweckt worden. Die liebliche Stimme. Siehst du, Meliondur? Siehst du? Eier im Salatnest mit Räucherlachsstreifen. Gibt es gleich passend für Ostern. Bei uns gibt es am Freitag Fisch. Klassiker, ne? Oh Gott, oh Gott, nein. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Sorry. Oh fuck.